Oh. Fliehkraft, ne? Ja, ich habe mit sowas gerechnet, ey. Also ich bin vorbereitet. Die Frage ist halt bloß, könnt ihr was für euch behalten? Also weil das, was ich jetzt bringen will, das ist ein bisschen was Intimes. Also das jetzt nicht gleich da rausposaunen, wenn ihr nach Hause geht oder so. Weil, und es ist vor allem auch ein bisschen ein heikles Thema. Also fangen wir einfach an. Ich habe einen Pickel am Arsch gehabt. Ja. Ja, aber der Pickel war jetzt nicht so richtig am Arsch, sondern der war eigentlich eher so, wie soll man sagen, so weiter unten. Also eher so im, ja, wie soll man sagen, so halt zwischen Sendemast und Funkloch. Ne? Naja, und dann macht man den ersten Fehler und da sage ich alle für alle zur Warnung, denn sowas noch nicht passiert ist, macht's nicht. Ich hab's gemacht. Du kommst heim und ziehst dann aus und denkst dir, was ist denn da? Und dann hast du vielleicht ein bisschen dreckige Fingernägel und dann kratzt du da so rum, weil du weißt ja gar nicht, was los ist. Du weißt ja nicht, haben sie da drei Arschhaar verdreht oder ist das ein Klabusterbär irgendwie, der sich da ein wenig verklemmt hat oder was? Ne? Und dann reibst du da halt ein wenig und kratzt ein wenig so rum und das ist schon ein No-Go. Ich schwöre. Weißt du, dann mache ich das und dann hat sich der Pickel entzunden. Ne? Oh. Also dann, das ist so Wahnsinn. Und dann bildet sich da so ein unterirdischer Vulkanpickel mit so einer Magmakammer, wo du dir erst nur denkst, das wird schon wieder. Aber dann hast du schon solche Schmerzen, dass du nachts dann Albträume kriegst, wo du dir dann schon vorstellst, da kommt irgendwie dann so ein Alien raus oder was. Alter, der totale Film und am nächsten Früh bin ich dann aufgewacht ey, und da bin ich dann schon rumgelaufen wie der John Wayne nach einem 3500-Meilen-Ritt, ne? Alter, und am nächsten Früh bin ich aufgewacht, ey, leck mich fett. Da konnte ich überhaupt nicht mehr laufen, ey, das war der Hammer, ich bin so. Da haben wir gedacht, Alter, jetzt musst du so, du brauchst professionelle Hilfe. Und dann bin ich zu so einem Arschdoktor, ne? Ich komme da hin und dann schicken sie mich ins Wartezimmer und da waren 20 Stühle, 12 Leute, kein einziger war gesessen. Alle waren irgendwie ganz entspannt rumgestanden. Ich habe mir danach in den Türrahmen neitrabiert, als wäre gar nichts. Ich habe mir dann bloß gedacht, Leute, wir haben alle richtig was am Arsch, ey. Und dann bin ich endlich dran ey, und dann gehe ich da in das Behandlungszimmer und wie es der Zufall will, ne? Eine arschgeile Arzthelferin, Alter. So ein blondes Gift, verstehst du? Die ganze Bluse voll Argumente. Der totale Wahnsinn. Der totale Wahnsinn. Ich habe mir mal die Sehne durchgeschnitten, da war ich in so einer Handklinik. Da war die totale Schrapnelle rumgestanden. Ne? Und da hast du den ekelhaftesten Pickel der Welt und du hast die geilste Arzthelferin, die du überhaupt vorstellen kannst. Ich habe mir schon Doktorspiele ausgemalt. Ey. Und ich habe mir gedacht, jawohl. Ey, und dann geht er und dann sagt sie, so, was haben wir denn? Und dann habe ich gesagt, das würde ich gerne dem Herrn Doktor erzählen. Und dann sie gesagt, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Und dann habe ich mir gedacht, normalerweise stelle ich mich bei so einer Puppe nicht so an. Ne? Aber da geht es ja dann um was anderes und nicht um so einen ekelhaften Pickel. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe einen Pickel am Arsch. Und dann hat sie gesagt, zeigen Sie halt mal. Und dann habe ich da hinten ein wenig so mal Hosen runter. Und dann hat sie gesagt, da ist doch nichts. Und dann habe ich gesagt, naja, der ist ja weiter unten. Und dann hat sie gesagt, ziehen Sie sich halt einmal aus und dann setzen Sie sich da hin. Da war da so ein Pritschen. Und dann habe ich mir da hinguckt. Eben, das ist ja ein ekelhaftes Gefühl. Weißt du? Diese geile Sau. Und dann hockst du da. Und das ist ja die umgekehrte Situation wie beim Frauenarzt, verstehst? Und da hockst du da und die geile Sau, dann klotzt die mir auf den ekelhaften Pickel da und dann sagt sie, oh oh! Na, da müssen wir schneiden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das glaube ich nicht, dass wir da schneiden müssen, ey! Und dann geht schon die nächste Tür in dem Behandlungszimmer auf, da kommt der Arzt rein und schaut da hin und sagt, oh oh! Na, da müssen wir aber schneiden. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie meinen, da müssen wir schneiden, dann müssen wir da halt schneiden. Und ich habe mich ja eh so konzentrieren müssen, dass ich nicht da einen Latte kriege. Ne?
Alter, das war so ein Luder, verstehst du? Und Alter, ich habe ja jede Sekunde, ich habe mich so im Griff gehabt, ich habe mich mit einer Monstererektion gerechnet, ne? Ey, und dann habe ich mich so konzentriert, in der Zwischenzeit hat der Doktor da ein bisschen mit so einem Skalpell einen kleinen Schnitt gemacht und dann schaue ich da hin und ich habe schon gespürt und dann denke ich mir, Alter, und es war so eine Wohltat, ne? Das war der totale Druckabfall im Dammbereich, ey. Oh, und ich war da gehockt, ey, und dann schaue ich da runter, und dann hat er da ein wenig so ein Mullbinden, ey, und dann kommt da ein Sekret raus, wo ich mir denke, Alter, das war schon ein geheimnisvolles Sekret, das war schon fast ein Top-Sekret, ne, wo du sagst, ey, weißt du, und das hat er dann auch noch gestunken, ey, der Arzt, und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt das, ey? Da habe ich mir gedacht, na, sowas produziert doch mein Körper nicht. Und dann war aber das, weißt du, das war übelst, das war wie wenn du der Pommes rot-weiß bestellst und dann das Mayo mit dem Ketchup so mischt, ne? Das war's jetzt für die nächsten paar Wochen mit Pommes rot-weiß, ne? Den habe ich euch schön mitgegeben. Na, auf jeden Fall. Und dann hat er das ein wenig desinfiziert und dann hat er gesagt, das ist jetzt soweit in Ordnung. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist jetzt in Ordnung. Aber dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Doktor, jetzt passen Sie auf. Ich habe gesagt, das war ja jetzt nicht lustig. Ne? Was kann ich denn da machen, dass sowas nie mehr passiert? Und dann hat er gesagt, wissen Sie, da müssen Sie auch mal ein bisschen eine Luft dran lassen oder eine Sonne. Sonne. Pickel. Hey Leute, das war Ende November. Ich habe mir dann gedacht, soll ich da in den Stadtpark gehen und dann mich nackert ausziehen und dann da einen Handstand machen und die Bahnen spreizen oder was? Was ist denn das für eine Nummer dann? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wie soll ich denn da eine Sonne hinlassen? Hat er gesagt, ja, dann müssen Sie halt vielleicht auch einmal in ein Sonnenstudio. Dann habe ich gesagt, ach so. Ein Sonnenstudio. Und ich war ja noch nie in einem Sonnenstudio. Und so, ne, das ist eine gute Idee, habe ich gesagt. Ne? Und dann bin ich da auf dem Heimweg, laufe ich an so einem Sonnenstudio vorbei. Da war außen am Schaufenster war so eine Reklame, war so eine Werbefolie gestanden. Ne? Schön, Klebebuchstaben. Turbo Space Lab Bräune. Ne? 20 Minuten, 15 Euro. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist ja optimal. Weil man dachte, das ist ja optimal. Und dann bin ich da rein und wie gesagt, ich war noch nie in so einem Sonnenstudio. Bin ich da reingelaufen, da haben die so einen Hochflor-Teppich gehabt, ey, wo ich schon gedacht hast, du surfst. Dann bin ich da so reingelaufen, da hat es ein bisschen in der Ecke so ein Plastikball gestanden und dann hat es ein bisschen so nach Tropical Island Dream gerochen. Ne? Schöne Bilder von irgendwelchen Stränden an der Wand und ein wenig so eine schwule Hawaii-Musik ist gelaufen. Und dann war ich da so gestanden und dann. Und auf einmal höre ich da eine Stimme, da war so ein Tresen und auf einmal sagt da jemand, hallo, kann ich Ihnen helfen? Und dann schaue ich da hin und dann habe ich mir gedacht, Alter, das ist ja ein Mensch. Ne, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, da hat einer dunkelbraune Lederhandtaschen vergessen oder was? Jetzt war das die Alte von dem Sonnenstudio. Die war ihr bester Kunde, war schon voll der Steckdosennähe. Und dann bin ich da hingegangen und dann sage ich, hey, habe ich gesagt, das ist ja geil. Habe ich gesagt, halt mal. Habe ich gesagt, ey, ich brauche ja ein wenig Sonne, habt ihr sowas? Und dann sagt sie, ja klar, wir sind ja Sonnenstudio. Und habe ich gesagt, naja, optimal. Habe ich gesagt, dann bin ich ja da richtig. Und dann sagt sie, also sie würde mir jetzt da ganz normale Sonnenbank, 10 Minuten würde sie mir da empfehlen, weil ich bin eher so der hellhäutige Typ. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ey, das wär schon ich wissen, was ich für Typ bin, oder? Habe ich gesagt, hör mal, da draußen ist eine Reklame. Habe ich gesagt, da steht Turbo Spessle Bräuner, 20 Minuten, 15 Euro. Und dann sagt sie, also das würde sie mir nicht empfehlen. Habe ich gesagt, ey, du weißt ja nicht, um was das geht. Habe ich gesagt, ich muss da was wegbrutzeln. Und dann hat sie gesagt, ja, auf ihre eigene Verantwortung. Dann habe ich ihr 15 Stecken hingelegt und dann hat sie gesagt, Kabine 4. Und dann bin ich da reingegangen, habe ich das alles ein wenig gelesen, was da so steht. Habe ich da erst ein wenig desinfiziert, ne, weil ich trinke helles Bier, hab keinen Bock auf Pilz, ne? Und
Und das ist ja auch geil, wenn du das erste Mal so eine Sonnenbank siehst, das ist wie beim so überdimensionalen Sandwichmaker vom Home oder Television, ne? So ein Deckel. Dann habe ich mich da ausgezogen und dann habe ich da den Deckel halt so hoch und habe ich mich da reingelegt, den Deckel zu und dann habe ich auf Start gedrückt. Alter. Das war schon hell. Das war schon fast zu hell, Alter. Ja, und dann habe ich mir überlegt, so nach ein paar Sekunden habe ich mir dann gedacht, das ist ja total scheiße, wenn ich da so drin liege und mir hängt der Sack über den Dammbereich und ich zwick die Arschbacken so zusammen, dann kommt ja an die Stelle, wo ich das brauche. Kommt ja wieder keine Sonne hin. Und dann habe ich auf Stopp gedrückt und bin ausgestiegen und habe mir das so angeschaut und dann habe ich den Deckel so halb bloß zugemacht und habe mich in die Sonnenbank so reingekniet, ne? Ja, habe mich in die Sonnenbank so reingekniet und habe mit meinen Händen habe ich die Arschbacken habe ich so auseinandergezogen. Ja, ja. Leute, du. Da war das erste Mal in meinem Leben Licht im Tunnel. Haben sie meine Darmzotten angeschaut und haben sie gedacht, ach, Herr Nachbar, so schauen sie aus. Und dann nach 20 Minuten bin ich da ausgestiegen und habe mich schon leicht überhitzt gefühlt, ne? Dann habe ich mich da angezogen und auf dem Heimweg habe ich mir dann gedacht, Alter, jetzt hast du aber mal einen kleinen Sonnenbrand, ne? Und am nächsten Früh ist die Brisille an die Arbeit gefahren und ich bin aus dem Bett aufgestanden und habe mir gedacht, Alter, jetzt hast du aber mal einen riesen Sonnenbrand, Alter. Ey, ich war total, ich habe ja bloß vorne hab ich gesehen, da diese feine Haut, da innen sind mir in Fetzen, ist mir das runtergehängt, ne? Alter Schwede, dann bin ich zu mir ins Bad, dann bin ich auf den Badewannenrand geklettert, ne? Und hab dann bei mir im Badezimmerspiegel, haben wir das angeschaut, ne? Alter Schwede, hey. Alles verbrannt, ne? Ey. Alter, wer Bavian, ey, ich hätte im Badezimmer gar kein Licht machen brauchen. Alter, meine Rosetten hat geleuchtet wie eine Neonreklame, ey, das war der Wahnsinn. Unglaublich, ey. Ey, dann bin ich in der Apotheke gequatschelt, ne? Alter Schwede, wie bei der Wanderung der Kaiserpinguine, ne? Ich da in die Apotheke gelaufen, ey. Dann war ich kurz vor ihrer Mittagspause in der Apotheke, ne? Da war ich da drin gestanden und dann sag ich zu dem Apotheker, habe ich gesagt, langsam mal, haben Sie was gegen Sonnenbrand? Dann hat er gesagt, ja, natürlich. Und dann hat er gesagt, da würde ich Ihnen ein After-Sun-Gel empfehlen. Ob ich mir denke, woher, was ist denn der, wo ich meinen Sonnenbrand habe? Und dann habe ich gesagt, ja, genau sowas brauche ich. Da habe ich gesagt, wie läuft denn das? Und dann hat er gesagt, das müssen Sie jeden Tag einschmieren und das ist angenehm prickelnd auf der Haut und das kühlt. Dann habe ich gesagt, das ist super. Hab ich gesagt, wie haben Sie denn da? Und dann habe ich 4-5 Kilo mitgenommen, ne? Und dann mit meinen 2 Plastiktüten habe ich mich dann wieder auf dem Heimweg gemacht. Das machen ja die Kaiserpinguine auch, ne? Und dann bin ich wieder heimgelaufen. Und dann war ich kurz vor 6 Uhr, war ich daheim. Um 6 Uhr ist die Brasilia gekommen. Dann habe ich zu Brasilia gesagt, habe ich gesagt, hör ich Brasilia, du müsstest mich da ein wenig einschmieren. Habe ich gesagt, ich habe Blödsinn gemacht, ich habe mich total verbrennt, ich habe einen Sonnenbrand. Dann hat sie gesagt, wo hast du denn einen Sonnenbrand? Sag ich, ich habe mir alles verbrennt, eigentlich eher so komplett alles, Alter. Ich habe gesagt, ey, komplett, also, ne? Habe ich gesagt, der Sack, Alter, der Arsch, es ist alles verbrennt, habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, du müsstest mich jetzt da jeden Tag ein wenig so einschmieren, auch im Dammbereich und so. Und dann hat sie gesagt, ja, das macht sie. Habe ich gesagt, ich komme ja da selber kaum hin. Ne? Und das hat sie jetzt jeden Tag gemacht. Und jetzt, wie gesagt, das war Ende November. Und jetzt wundert sie sich halt schon auch langsam, dass mein Sonnenbrand immer noch nicht besser ist, ne? Also Leute, eins kann ich euch sagen, so ein Pickel am Arsch ist was ganz Ekelhaftes, ne? Aber
so ein bisschen eincremen lassen im Dammbereich. Also das kann ich empfehlen. Ne? Leute, schön, dass ihr da wart. Saugeil. Dankeschön. Danke. Danke an die Galerie. Dankeschön. Danke. Rock'n'Roll. Danke an die Galerie. Vielen Dank.